Und wie wir uns jetzt beeilen, wir werden nämlich das Intro skippen. Und ein bisschen lauter den Gameton, immer noch lauter, warte. Dann mache ich so, dann habe ich den vielleicht für mich selbst einfach zu leise. So, weil beim letzten Mal war der Ton echt leise. Und das ist ein bisschen unangenehm. Deshalb spielen wir heute nochmal das Hauptspiel mit einer anderen Route. Und einfach, weil ich das Intro letztens verkackt habe, gucken wir es uns nochmal an. Tut ja nicht weh. Neues Spiel, 3DS-Modus. Corneria, vierter Planet des Lylat-Systems. Andross hat dieses einst blühende System in eine öde Landschaft der Verwüstung verwandelt. Pepper, General der kornirischen Armee, konnte den verrückten Wissenschaftler auf den unfruchtbaren und verlassenen Planeten Vanum verbannen. 5 Jahre später registrierte General Pepper seltsame Aktivitäten auf Vanum. James McCloud, Bigmar Dengar und Pappy Hare aus dem Starfox-Team sollten sich auf Vanum ein wenig umsehen. Doch nach der Ankunft übte Bigmar Verrat am Team. James und Pappy wurden vom grausamen Andross überwältigt. Pappy konnte mit knapper Not fliehen und kehrte zurück, um James' Sohn Fox über das Schicksal seines Vaters zu unterrichten. Einige Jahre sind seitdem vergangen. Andross drang erneut in das Lylat-System ein und eroberte einen Planeten nach dem anderen. Mit dem Ziel, Corneria zu unterwerfen. General Pepper gründete ein neues Starfox-Team, das von Fox McCloud angeführt wird. Es geht um die Rettung Corneria's und des gesamten Lylat-Systems. Okay, du meinst jetzt gerade, das ist das einzige nennenswerte Spiel von Q-Games. Das ist eigentlich schade. Aber gut, wenn die wirklich nichts anderes gemacht haben, dann, ja, was soll man dann dazu sagen? Neben Star Fox Command. Oh! Star Fox Command. Ich suche gerade, wo das steht. Der S-Logo Trademarks, Nintendo, Nintendo. Also steht hier zumindest nicht drauf, aber ich glaube, ja. Ah, sonst nur Shovel mehr. So. Und das X-Remake. Oh, du meinst 3D Space-Dingens. So, das kennen wir. Wir haben dich schon erwartet, Fox. Oh, warte, das kann ich gar nicht skippen. Du bist unsere letzte Hoffnung. Ich dachte, das kann man skippen. Ah, doch, kann man. Okay. Das kennen wir schon. Viel Glück. Deshalb wird es heute Zeit, einen etwas anderen Weg einzuschlagen und vielleicht einen besseren Highscore aufzustellen. Das Gute ist, wir kriegen dreimal die Chance, durch dieses Level zu fahren. Und mit jedem Mal kann ich mir theoretisch gesehen mehr Mühe geben. Slappy, komm zurück! So, kann ich die theoretisch gesehen alle auf einen Schlag abschießen? Oh Slappy, mein Gott, kann ich? Verfolger an deinem Heck. Okay, der ist wichtiger, der ist wichtiger. Hilf mir! Der Laser ist wichtiger. Wenn sie, ich schaffe es nicht. Ich glaube, wenn sie zu Boden fallen, kann man sie nochmal abschießen für einen zusätzlichen Abschuss. So, ich lasse jetzt mal zwei zusammenkommen und dann in der Tat sterben sie nochmal. Zack, hier ist auch nochmal der richtige, das richtige Timing. Ja, ich weiß nicht, ob wir mehr haben. So, hier kann man draufschießen, dann kommen wir durch. Haltet die Augen offen, Jungs! Aber ich muss mal zeigen, wie das ist mit dem, wenn ich eine Smart Bomb auf den Boden schieße. Oh, shit, 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 shit. Okay, war es wert. Der Hyperlaser ist schon sehr wichtig, um den dann auch zu behalten. Aber wisst ihr, was toll ist? Wir können nochmal den nice, das nice Lieblingszitat von Peppy haben. So, ich gehe mal hier nicht durch. Da war, glaube ich, nur ein gelber Ring hinter. Den werde ich jetzt nicht brauchen. Aber jetzt wird's wichtig, dass wir uns um Falco kümmern. Am besten dazu einmal boosten. Und dann mit Y nach einem Anvisieren. Scheiße! Alter, mach jetzt nicht diesen. Digga! Das ist jetzt nicht wirklich passiert, Alter! Weil der... Das ist der Vorführeffekt des Todes, Alter. Egal, wir haben eh genug Zeit. Der Run dauert so lange, wie er dauert. Ich werde eh nicht später sterben, beziehungsweise ich werde genug Punkte machen, um nicht nennenswert auch zu sterben, aber halt for real. Was sollte das? Slippy, pass auf! Verfolger in deinem Heck! Zumal... Wow!
Weil ich jetzt auf Neustart gedrückt habe, haben wir den Checkpoint nicht. Ich hätte mich einfach umbringen sollen. Das hätte man sagen, wiederum. Die Stage ist schön, die spielt man immer wieder gerne. Aber Korea, das ist mir. Seit... Ich weiß nicht, dass es mir gefühlt noch nie passiert, seit ich das kann. Haltet die Augen offen, Jungs! Seit ich diese Route kann, ist mir das noch nie passiert, dass ich in irgendeiner Weise... Geh weg mit dir. Hat das nicht funktioniert? So, kann ich versuchen mal hier... Ah, shit. Du hast deinen Gegner und dein Pack. Setze die Bremse ein! Bevor jetzt wieder die eine oder andere Person Angst hat, dass ich mich übertrieben viel aufrege, sollte in der Route nicht passieren. Also, zumindest nicht in der Stage. Wenn wir jetzt natürlich nochmal versagen. Fox, kümmere dich um die hinter mir. So, warte mal. Mit dem G-Diffuser so schön den... Digga! Setz den Turbo zur Verfolgung ein! Schön den ersten anvisieren. Zack, so muss das. So, dadurch, dass wir den Hyperlaser schon haben, nehmen wir uns natürlich die fünfte Bombe. Mach eine Rolle! Ah, jetzt habe ich vergessen zu schießen. Ich habe so, ich habe ein Dual Barrel Roll erwartet. Und habe vergessen. So, beim letzten Mal haben wir sie gemieden, aber dieses Mal werden wir volle Kanne embracen. Es geht natürlich um die Vorbögen. Wenn wir durch jeden einzelnen hindurchfliegen, wird Falco das Ganze kommentieren. Ich weiß nicht, inwiefern man sich treffen lassen darf. Aber es reicht quasi, alle Checkpoints darunter zu berühren. Hey, Falco, wo fliegst du hin? Und schon kriegen wir hier noch eine Bombe. Nicer, nicer. Und komm, auf eine komplett andere Route. Und lass mich lügen, ich mache eigentlich nie den anderen Boss. Ich mache eigentlich nur diesen Boss, wenn ich diese Stage spiele, weil der so viel Spaß macht. Ich finde ihn so viel geiler als den... Ja, das ist I'm an Alligator. Jetzt kommt I'm an Alligator. Ah, da will jemand mit mir spielen. Dabei ist es nicht mal ein Alligator. Der Feind nähert sich von hinten. Flughöhe verringern. Vor allem noch ein Fun Fact zu diesem Boss. Dieser Boss nennt sich Attack Carrier und ja, du hast es gerade gesagt, es ist der erste Boss aus Starwing, aka Star Fox 1 auf dem Super Nintendo. Und er ist innerhalb von 20 Sekunden tot. Wenn man es richtig macht. Zielt auf die geöffneten Luken. Genau so wird's gemacht. Es funktioniert! Wer seid ihr bloß? Aber ja, der macht... Wir sind Star Fox! Der ist einfach. Wir werden Endlos niemals besiegen! Ich glaube, es waren ja 25, aber... Geht ums Prinzip. Ich mag den Boss. Und egal, wo ich hin will, ich fight immer die Route. Wir fliegen weiter. Statusbericht aller Piloten. Hätte ich mir Sorgen gemacht. Du erinnerst mich immer mehr an deinen Vater. Oh. Bei mir alles klar. Und bei dir, Fox? Ja, gerade so alles klar. Wir kriegen natürlich unser extra Leben, was wir verschlammt haben, zurück. Und ja, also ich denke mal, auf der Route, die wir jetzt fahren, sollten wir eigentlich keine weiteren Lebensverluste. Azazel ist komplett außer sich. Sag bloß, dass du Star Fox 64 3D cracked bist. So, jetzt geht's nämlich in ein komplett anderes Level. Sektor Y. Ein Level, das man vergleichen kann mit Sektor X und Meteor, aber es gibt mehr Kampfschiffe. Sagen wir mal so. Fox, wir werden angegriffen. Hilf uns! Bin schon unterwegs. Ah, interessant. Okay, das freut mich, weil heute ist ja quasi kein regulärer Tag. Deshalb ist es eigentlich umso witziger, dass du es heute schaffst. Aber gönn dir. Mach's dir bequem. Schaut euch diese Gundams an. Achso, das ist die Stage mit dem Gundam. Es gibt fucking Gundams in dem Spiel.
Wir werden drei davon besiegen. So, kleine Info zu dem Level. Auch hier gibt es wieder. Ah, okay, das waren nicht die Schiffe. Oh, was? Unsere Schiffe, oder? Unterstützen wir das Geschwader. Weil tatsächlich gibt es auch hier eine unsichtbare Mission. Ist das unsere? Und so kann ich sie nicht an, wie sehr. Es gibt hier eine unsichtbare Mission und die lautet. Lasst keinen von ihnen durch. Mindestens 100 Abschütze. Was ist hier faul? Ich kann nicht sehen. Mindestens 100 Abschüsse sind erforderlich und aus irgendeinem Grund kriege ich gerade nichts auf die Reihe. Überraschungsangriff von oben! Ich bin mir halt nicht mal sicher, welche von denen die Guten und die Bösen sind. Könnte sich noch weiter fortsetzen durch die folgenden Stages. Und irgendwo an dieser Stelle hat sich eine Star Wars-Referenz versteckt. Aber ich habe keine Ahnung von Star Wars, deshalb. Okay, das sind die Feinde. Das Ding ist, heute ist es nicht so schlimm, wenn wir keine 100 Abschüsse machen. Der Gegner nähert sich von hinten. Aber es wäre natürlich vorteilhaft, das schon mal zu üben, damit nicht wieder so eine peinliche Situation passiert wie in Corneria. So, nicht wundern, die Raketen bringen selbstverständlich keine Punkte. Oh, was sind das an die Punkte hier? Ich könnte schwören, ich hatte die Stage nicht schwer in Erinnerung. Deshalb bin ich gerade ein bisschen am struggeln. Warte mal, machen wir mal den hier. Oh, Digga! Ich hätte die Zentrale hauen müssen. Da einer. Zack. Da nochmal einen weg. Gerade aus meinem Urlaub nach Hause geschafft. Wo war's denn? Also wo ging's denn hin? Wieso werden die nicht von der Explosion erwischt? Die Gundams. Die sind ein bisschen gruselig, will ich fast schon sagen. So, hier räumen wir gerade ein bisschen akzeptabel auf. Weg mit dem. Alter. Schnell, seid vorsichtig! Wir brechen jetzt durch. Mehr hast du nicht drauf? Sag mal, mobbt der mich? Von mir? Aber ich habe auch das Gefühl, meine Leistung sackt heute wirklich ein bisschen. Nachher muss ich hier unten gucken. Das ist Position bestätigt. So, jetzt hier aber, Alter, jetzt. Ja, jetzt blowen wir die alle weg. Ich hätte gerne die Smartphone mitgenommen, die uns Rob 60 vorgeschickt hat. Das könnte echt knapp werden. Also wenn ich die jetzt nicht schnell besiege, die Bosse, offene Formation fliegen. Dann war's das mit der Hard Route, die ich heute nicht nehmen will, aber trotzdem, es geht auch ums Prinzip. Schutzschild des Gegners analysiert. So, wo, da. Zack, erster Downer gekommen, ich muss 3. Gute Arbeit, mach weiter so. Bei Suri und Jenny war sie, oh mein Gott. Verdammt, ich hab etwas abbekommen! Oh Gott, Falk, geh aus dem Weg! Ich treffe ihn die ganze Zeit. Alter, ich bloß nicht zu früh. Da ist der große Gundam. Twitch, danke für nix. Hä, was passiert? Ah, es backt gerade rum, ne? Schaut dir dein Leben an! Schaut dir dein fucking Leben an! Dein Leben existiert nicht! Sein Leben hat einfach nicht existiert! Aber ich glaube, die Punkte reichen nicht. Wir haben irgendwie 99 oder so, kann es sein? Ich glaube, wir haben es nicht. Doch, erfüllt, okay. Weiter nach Arcus. Statusbericht. Fun Fact, wenn wir die Mission schaffen, die 100 Abschüsse, sind im Hintergrund Schiffe zu sehen. Wenn wir das nicht schaffen, sind keine Schiffe im Hintergrund zu sehen. Es gibt ein paar von diesen Details in dem Spiel. Davon wusste ich selber lange Zeit nichts. Aber ja, wir gehen heute nicht nach Arquas, weil Arquas stinkt. Nach Fisch. Und deshalb machen wir heute die coole Route. Also ich finde, die Middle Route ist die coolste Route im Spiel, hat die besten Missionen und macht mir persönlich den meisten Spaß.
Aber gut, jeder kann da sich so ziemlich seine eigene Meinung bilden. Von daher, change route. Wir fliegen nach Katina. Katina kämpft gegen den Feind. Wirst du ihnen helfen? Selbstverständlich, General. Good luck. Viel Glück. Also mal gucken, ich wollte sagen, dass einfach mich auch anhört, was ich sagen, war zu lang. War zu lang unterwegs? Dann macht ihr einen ruhigen Abend. Oh, wie schön das hier aussieht. So. Fox, du hast es geschafft. You are my best friend! Bist du das? Das ist ja nicht zu glauben! Wir plaudern später, Fox. So, Fun Fact, die Schiffe... das war einer von uns! Ja, die Schiffe, die man anvisieren kann, schwer, die Guten von den Bösen sind die, die man auch töten soll. Aber das Problem ist manchmal... Fox, das war einer von uns! Das war trotzdem einen von den Guten. Ich habe einen erwischt! Und das ist wieder die Mission, wo sich deine Freunde beschweren, wenn du die killst jetzt. Husky-Einheit, beschützt die Basis. Ich glaube, ich habe schon wieder einen erwischt von unseren. Ja, die Schiffe sehen schon unterschiedlich aus. Kommt ihr mir nicht davon. Die grünen Schiffe sind die guten, die breiten Schiffe sind die bösen. So, der Anfang der Mission ist ein bisschen langweilig, tatsächlich. Mutterschiff des Gegners im Anflug. Aber jetzt kommt der Spaß. Einer fliegt mich in die rein. Ich habe einen erwischt. Du entwischst mir nicht, Freundchen. Da kommt der... Oh, nicht schon wieder. Ich habe schon so viele zerstört, dass man mir eigentlich Minuspunkte geben müsste dafür. So, das ist alles nur Vorgeplänkel. Alles, was ihr gerade seht, ist nur Vorgeplänkel. Wir fliegen ein bisschen im Kreis. Schießen ein paar Baddies ab. Es gibt hier in dieser Mission keine Punkte. Vorgabe. Stattdessen haben wir einen Boss, den wir auf Zeit besiegen müssen. Und zwar den Sorcerer. Die fliegende Untertasse. Polizei in Bayern sein wie die breiten Schiffe sind die bösen. I mean, es ist nicht unwahr in dem Fall. Wenn das mal so einfach wäre mit dem Profiling. Da kommen sie! So. So leicht kommt ihr, ich empfehle euch, auf die Punkte zu schalten. Die vier Luken an der Unterseite. Und stattdessen darauf zu horchen, was Bill zu sagen hat. Haltet euch ein bisschen fern von dem Schiff. Und sobald ihr hört, dass die Luken offen sind, fliegt in eine Kehrtwende und zerstört alles, was ihr kriegen könnt. Hey, was soll das? Nett. Also haltet euch quasi mit dem Rücken zum Schiff. Ich habe einen erwischt. Und Bill wird Meldung geben, sobald, gegeben. Dann fliegt in der Kehrtwende und ballert auf alles, was unten drin wird. Ah, okay. Laser Power? Habe ich nicht sogar den Hyperlaser? Dann werde ich den mal nicht benutzen. Sollte im Rahmen sein. Wäre natürlich peinlich, wenn wir jetzt es nicht schaffen. Das wäre halt echt peinlich. Beim letzten Mal habe ich es richtig schnell geschafft und das war die N64-Version, okay? Von daher erwarte ich einfach mal eine ganz gute Leistung. Das war nett. Das schmeckt. Dem habe ich's gegeben. So leicht kommt ihr mir nicht davon. So leicht kommt ihr mir nicht davon. Die Luken sind geöffnet. Ansonsten Bombe tut auch nicht schlecht. Ich glaube, zwei haben wir jetzt erledigt. Können natürlich gucken, ob die noch geöffnet sind, aber die meisten nicht. Immer mehr von diesen Kerlen. Okay, zwei sind geöffnet. Wenn der Timer beginnt, wird's knapp. Ich weiß auch gar nicht, was in dieser Box drin ist. Es wird vielleicht nicht wichtig sein, wir können trotzdem mal reingucken. So leicht kommt ihr mir nicht davon. Und ich denke... Oh, nice. Ich denke, je weiter der Kampf voranschreitet, desto häufiger öffnen sich die Luken. Denke ich. Meine ich. Ich erinnere mich nicht. Ich hoffe es. Die Luken sind
So, und jetzt aus. Oh. Deshalb. Was war das denn nun wieder, Fox? Ja, das frage ich mich auch gerade. Irgendwie war nur noch eine Luke übrig. Ja, wenn das passiert, bin ich eigentlich nicht so begeistert. Husky-Einheit, beschützt die Basis. Machen wir mal anders. Ich schicke mal ein ganzes Stück weg. Ich glaube, ich. Jetzt ist an der Zeit, dass sie ihnen Heim zu zahlen. Ah, okay, nur noch eine Luke. Noch eine Luke. Wir können noch ein bisschen bremsen. Hab ich's gegeben. In der Luft storen ist. Du entwischst mir nicht, Freundchen. Ist die Luke auf dieser Seite, von daher. Sollte jetzt langsam sicher mal an der Zeit sein, dass sie sich öffnen. Oder ist es die? Hallo, anhalten, anhalten! Da scheint gerade Energie freigesetzt zu werden. Oh. Da ist der Energiekern. Halt dich bereit. Okay. Super, du hast es geschafft. Das war Arschkarte Oberlippe. Was mich wundert, wann haben wir die vierte Luke zerstört? Eigentlich zerstört man die vier Luken und dann kommt der Kern. Deshalb kein Wunder, keine Ahnung, warum wir den Kern jetzt doch zerstören durften. Das Coole an Katina ist, dass wir Bill in die nächste Mission mitnehmen. Das heißt, egal ob wir als nächstes Sektor X spielen würden, das wäre die Mission, die wir kriegen würden, wenn wir das Mutterschiff nicht abgewehrt hätten. Oder eben jetzt die neue Mission. Ich hab gesagt, alle Level in der Mittelroute sind cool. Route 66? Nein. Ja, aber ich glaube, der offensichtliche Stinker ist Solar. Solar ist ein relativ kurzes Level. Es hat halt ein Gimmick, dass man permanent Leben verliert. Von daher. Ganz schön heiße Gegend. Seid vorsichtig. Halten eure R-Wings das aus? Ich werde aufpassen. Dieses Baby hält bis zu 3000 Grad aus. Viel Glück! Aber ja, Sommer 2024 in einem Bild zusammengefasst. So, als ich das Level das letzte Mal gespielt bin ich fast gestorben. Deshalb lass das mal nicht machen. Das hier aushält. Dieses Baby hält bis zu 9000 Grad aus. Oh, 9000. 9000 waren es. Flieg nicht zu tief. Dein Schiff hält das nicht aus. Ja, wir bleiben oben, bis so eine Feuersäule kommt. Und sobald wir irgendwie Lavagestein sehen, draufballern. Wir kriegen dadurch eine Menge Leben zurück. Und... Und das Bill! Bill ist unser bester Freund! Leider hätte ich die Smartphone gerne mitgenommen, aber gut, passt schon. Irgendwie habe ich es nicht so mit dem Ziel. Bill neidet Science Guy. Irgendwie schon. Alter, zwei Bomben auf einen Schlag! Sie greifen Informationen an. Sag mal, ich bin vielleicht ein bisschen ungebildet, aber woher ich dieses Meme mit den Informationen angreifen? Boom! 2-1! Okay, das hat sich sowas von gelohnt. Wir haben einfach wieder 5. Wir haben einfach wieder 5 schmissige Bomben. Eine Kleinigkeit, die an der Mission ein bisschen scheiße ist. Und zwar, eure Freunde sterben sehr schnell. Ich sollte vielleicht eine Kleinigkeit sagen bezüglich Medaillen. Und zwar gibt es einmal die Arcade-Mode-Medaillen. Klassische Bronze-Silber-Gold-Ränge. Hi, Foxy! Und es gibt die Medaillen, die es auch in Star Fox 64 gab, von denen ich irgendwie 2 habe. Weil um die zu kriegen, muss man... Übrigens, seltenes Bild. Ah, okay. Wir kriegen keinen großen Ring. Ich wollte nämlich gerade sagen, seltenes Bild. Großer Lebensenergiering. Aber nein, hatten wohl zu viel Energie dafür.
Daher nehme ich die Smart Bomb. Nur worauf ich hinaus wollte, war halt, shit, was wollen wir erzählen? Eure Freunde können kein Leben auffüllen. Deshalb, ja. Ist ein bisschen scheiße für die. Oh, wow, 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 wow. Das soll die Biowaffe des Gegners sein? Ambrose ist ein verrückter Narr. Und da haben wir eine Biowaffe. Hier kommt die Anzeige. Fun Fact. Das Monster aus der Wüste Arne, also aus, nicht Krateria, Krateria ist Metroid, aus, Titania, war es Titania? Ja, ich glaube, es war Titania. Das war auch eine Biowaffe. Das Coole ist, es gibt auf jeder Route eine Biowaffe und ich glaube, es ist tatsächlich nicht möglich, alle drei in einem Playthrough zu bekämpfen. Was interessant ist, wenn man bedenkt, dass es einen Club Nintendo Comic gibt von Star Fox 64, der genau das macht. Nämlich alle Biowaffen-Level in einem Run. Und du bist Machopanko. Yippie! Du hast es geschafft! Das war der Return für die Cornelia-Scheiße am Anfang. Der Payoff. Wie war dein Tag, Foxy? Ich habe heute so noch Online-Shirt an. Aber ja, für das Lebensgimmick, die Stage ist relativ kurz. Also, wenig Angst. Ich habe ein paar Treffer abbekommen, nicht der Rede wert. Siehst du mein Schiff? Es ist ein Wrack. Ich weiß übrigens auch nicht, wie berechnet wird, wie viel Leben die zurückbekommen. Die kriegen immer ein bisschen was zurück, aber auch irgendwie... Ich dachte immer, das ist halt so viel Abschüsse, wie du machst. Aber irgendwann capt das. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und wir haben halt echt wenig Leben gerade zurückbekommen. Deshalb. Das kann mir bestimmt nur ein Experte erklären. So, ich stehe wahrscheinlich nicht alleine da, wenn ich sage, dass das hier das beste Level im Spiel ist. Oder das zweitbeste. Also, es gibt zwei Missionen, die ich relativ gleich geil finde. Und eine davon ist Macbeth. Interessant, wir dürfen gar nicht nach, also wir dürfen gar nicht woanders hin. Es ist gar nicht möglich. Ja gut, es macht ja auch Sinn, von hier kann man nicht nach Titania, weil dann müsste man ja Slippy verlieren und man kann Slippy nicht verlieren. Deshalb, Macbeth. Guten Appetit, Foxy. Du wirst also die feindliche Basis angreifen. Gute Idee, Fox. Die Jungs knöpfe ich mir vor, General. Deploy the Landmaster! Viel Glück! Es ist Choo-Choo-Zeit. Ja, ich weiß, wie das geht. Hilf doch! Ah! Da ist der Zug! Ich greife ihn an! Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte der Zug bringt, aber ich glaube nicht zu viele. Da kommen ja die kleinen Wehen. Der Anfang der Mission ist nicht so geil, aber ich schwöre, die Mission hat das beste Finale. Coolster alternativer Weg im gesamten Spiel. Oh, du hast Emotes bekommen von Lickbell. Glückwunsch. So, kann ich nicht einfach den hier machen? Ja, anscheinend. Gut genug. Kriegt man irgendwie extra Punkte, wenn ich jetzt alle erwische? Ah, hab alle erwischt. Da kommt der Gegner. Boom. Bin Montag dabei gewesen. Cool. Keine Sorge, wir können den Zug nicht verlieren, auch wenn wir zu langsam sind. Aber trotzdem ein bisschen Speed. Als Säulenkamera war fertig in dem Moment. Ah, wie war denn? Verdammt, koppelt die hinteren Wagen ab. Hattest du Spaß bei Five Nights at Parks? Oder Five Labs? Ich glaube, es war Five Labs. Kriegen wir Punkte dafür? Ja, in der Tat, wir kriegen Punkte dafür. Nice.
So, die Bombe nehme ich natürlich mit, wenn man mich denn lässt. Mist, der ist genau hinter mir. Einfachster Safe ever. So, und ich empfehle euch eine Sache. Und zwar an dieser Stelle. Lasst den Zug an dieser Stelle in Ruhe. Ich empfehle es euch, den hier nicht anzugreifen. Das Letzte, was ihr an dieser Stelle wollt, sind irgendwelche Wagen, die euch im Weg stehen. Deshalb konzentriert euch lieber an der Stelle drauf, hier drüber zu schweben. Und bleibt dann auf der rechten Seite für den Checkpoint. Wir können rechts komplett normal vorbeifahren. Mir war das immer nicht so ganz bewusst, deshalb sage ich das hier an der Stelle. So, da war ich natürlich greedy, aber gut ist, wir kriegen ja hier einen Checkpoint. Von daher, schön immer drauf hier. Leben sieht gut aus. Ah, was machst du jetzt? Wir gehen hier auf den Leim. Krieg hier noch ein Leben. Ich sehe das Treibstofflager auf der rechten Seite. Treibstofflager? Das klingt explosiv. Das bringt uns doch auch eine coole Idee. So, wenn ihr ein Blinkgeräusch hört, ist so ein Schalter in der Nähe. Ihr müsst alle acht abschießen. Nummer 2, Nummer 3 ist auf der linken Seite. Vorsicht, ich glaube Nummer 7 ist auch auf der. Fucking her, auf, fucking her, trifft ihn. Ich glaube, Nummer 7 und Nummer 5 raus, okay. 2 sind auf der linken Seite, vielleicht auch Nummer 7. Auf jeden Fall einer ist hinter dieser Wand. Schutzschild des Gegners analysiert. So, und dann eventuell hier noch hinter. Ich bin hier, okay, hier. Die 7 auch. Und jetzt auf die rechte Seite hier irgendwo. Okay, die haben's. Wir haben's. Und dann ein guter Schuss. Ja. Dieser Schuss muss sitzen. Läuft prima, Fox. Alter, warum ist die Mission so schnell vorbei? Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit wie im Fluge. Nein, tritt auf die Bremse. Warum sind hier überhaupt Schienen? Wenn man da offensichtlich nicht reinfahren soll. Das ist Musik in meinen Ohren. Alle Piloten, Statusbericht. Sie haben wirklich dumme Gesichter gemacht. Diesen Schlag stecken Sie nicht so leicht weg. Beste Mission im Spiel. Wobei die andere beste Mission im Spiel, die kommt gleich. Also eigentlich ist das so back to back. Geiler Scheiß. So, von jetzt an kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Von daher, here we go! Zu einer Stage, die eventuell musikalisch aus Super Smash Bros. Brawl kennt. Die hat aber auch einen nice Song. Ist gut, ist gut. Ich mach ja Pause. Ich hab einen Haarenbund. I, was ist das denn? Das ist kein Haar. Das ist so ein anderes Ding. So, wir sind technisch gesehen wie auf der Hard Road. Aber ich bin ganz ehrlich, niemand will Venom einzeln. Deshalb machen wir einfach Venom 2 zweimal. Und dementsprechend noch aus Area 6. Der Sieg ist nahe. Wir stehen in deiner Schuld. Pass auf dich auf, Fox. Das werde ich, General. Leute, es ist Halbzeit. Ab durch die Mitte! G-Diffuse auf Anschlag! Ah ne, das war Star Fox Zero. Cayman hier ist alles ruhig. Hallo Cayman! Schnell, sofort Notmanöver einläuten! Zu spät, du Gartenzwerg! Zu spät! Es ist vorbei, Kumpel! Es ist vorbei, Kumpel! So, die Dinger kann man auch abschießen, wenn man auf diese. Haltet die Augen offen, Jungs! Oh mein Gott, wir haben 7 Bomben! Schieß einfach 3 davon hier in die Minen für massive Punkte. Ah, shit, das war eine Sekunde zu früh. Ich habe einen Verfolger-Attack.
Nee, passt schon. Das passiert einmal, Falco. Es ist an der Zeit, es ihnen Heim zu zahlen. Das ist die Stage mit den meisten Punkten im Spiel. Also for real. So, man kann hier richtige fette Kampfschritte abschießen. Wie cool ist das bitte? Ich glaube, mit Hyperlaser geht's halt schneller. Oh! So, auch hier. So, das Team hilft, aber. Wenn man sie alle erwischt, was ich ja versuche. Schreit Snippy nicht. Schade. Aber es hat eigentlich keinen Unterschied, ob ihr getroffen werdet oder nicht. Von daher. Wirklich nicht, dass Snippy nicht schreit. Was habe ich gerade. Habe ich gerade eine. Warum dauert das so lange, Fox? Weil ich aus irgendeinem Grund gerade eine Bombe geworfen habe. Weißt du was? Bombe klingt gar nicht so schlecht. Besser. Hey, du bist nicht Peppy! Jetzt mal alle sterben, bitte. Oh nein, Space Motten! Ich werde bei den Space Motten nie verstehen, wann sie getroffen werden können und wann nicht. Sie sind halt echt klein, die Hitboxen. Gefühl. Aber dafür geben die immer schon so einen gelben Ring. Zack! Erste Welle überstanden. Es ist keine einfache Stage, aber es ist eine geile Stage. Und der Song ist absoluter Hype. Boom. So 300 Abschüsse sind hier eigentlich drin. Wenn man weiß, was man tut. Ich weiß nicht, was ich tue. Boom! Alter, ich hab Farbe, Mann. What the fuck? Der kam aber höchst Eisenbahn hier. Wie, das war voll eklig, ich hatte irgendwie Haare zu den Zähnen. Da sind hier erschwerte Bedingungen. Wir brauchen mehr Feuerkraft sofort. Okay, halbe Leitung für den Endboss und keine Ahnung, wie viel Schaden der Boss genommen hat. Das kann ja lustig werden. Denn wenn Snippy tot ist, haben wir keine HP-Leiste. Das ist in der Tat ein Feature des Spiels. Der Gorgon. Xola. Oh bitte, oh mein Gott, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Mann, ist ja eigentlich nervig, dass es einen Twitch-Livestream zu halten. Das Problem ist, ich darf auch meinen Laser nicht verlieren, weil wenn ich meinen Laser verliere, ist die nächste Mission Rotze. Kann mir mal bitte jemand bestätigen, dass meine Mikrofonqualität wie immer ist? Ich weiß, es ist ein bisschen spät dafür, aber so technisch gesehen habe ich das noch nicht überprüft. So, willst du bitte aufgehen? Das Einzige, was wir bekommen, sind Ringe und die wollt ihr auch haben. Das Problem ist, die verschwenden ein bisschen Zeit, die Raketen. Der ganze Kampf kann sich generell ziemlich strecken, aber eigentlich ist er voll schaffbar. So, zack. Ja, es funktioniert. Ihr müsst mehrmals. Also manche Leute verstehen nicht, wie der Boss funktioniert. Der ist auch ein bisschen inkonsequent, gerade wenn man Snippy nicht mehr hat. Und dann einfach auch nicht sieht, was Schaden machen, was nicht so. Ihr wollt die Klaue an der Spitze treffen, damit sie platzen. Wenn ihr alle drei Klauen erwischt, wird sich der Boss öffnen. Und dann sind da drei Energiebälle.
Und sie müssen alle in einem Zyklus zerstört werden, sonst zählt der Treffer nicht. Wie viele Verteidigungspunkte die Basis hat, könnt ihr an dem Kreis in der Mitte sehen. Wenn er blau ist, hat er noch 3 Leben. Wenn er gelb ist, hat er noch 2 Leben. Und wenn er rot wird, so wie jetzt, muss er gleich rot werden, so, dann hat er noch 1 Leben. Und wenn er noch 1 Leben hat, hat er eine zusätzliche Attacke, und zwar den Hyper Beam of Death. Wie lange du ungefähr brauchst, der Stream an sich geht noch, ja, etwa bis 20 Uhr. Ah, Vorsicht, ein forgottes Stream, ach, alles gut, eine Route kommt noch. Hyper Beam! Wir brennen ein fucking Loch in Popstar. Das ist der Area 6 Boss, Nico. Wir machen Raid of Area 61. Achso, und die Dinger ändern irgendwie ihre Richtung, wenn ihr sie abschießt. Scheiße. Und dann am Ende könnt ihr in die Mitte schießen. Und es sollte für einen Life reichen, wenn ihr die Hyperlaser habt. Seht ihr das Ding? Ich habe den ersten Zyklus verkackt, weil ich mit meinem OBS beschäftigt war. Aber wenn ihr den ersten Zyklus schafft, kriegt ihr 10 Abschüsse. Das ist möglich. Ich habe es halt vergeigt. Mit Naruto Run. So krass, wie man mit einem Arwing Naruto Run kann. Also wahrscheinlich nicht. Ach, armer Slippy. Aufgepasst! Wir dringen in Venoms Luftraum ein. Zeit für Venom! Und ich meine nicht den Spider-Man-Bösewicht. Viel Glück! Sprich dein letztes Gebet, Andross! So, aber diese Mission ist Bullshit, weil das ist gar nicht die andere Mission. Werdet bloß nicht zu übermütig! Wolf ist zurück und aus irgendeinem Grund sind sie Cyborgs. Und richtig ekelhaft. Schade, dass dein Vater deine Pleite nicht miterleben kann. Und wenn ihr hier den Hyperlaser habt, das darf doch nicht machen. Dann habt ihr schon gewonnen. Der Hyperlaser ist so wichtig in der Mission. Wenn ihr den nicht habt, dann gute Nacht. Verschwinde aus meiner Flugbahn. Ja, sorry. Excuse me, Princess. Ich werde mich um dich kümmern. Weil schaut mal, wie viel Schaden der macht. Das ist ja insane. Das glaube ich nicht. Oh Gott, der Wolfsprecher macht echt keinen guten Job. Hey, Blindfuchs, ich bin auf deiner Seite. Ich schwöre, der Wolfsprecher macht keinen guten Job. Gib auf! Du kannst diesen Kampf nicht gewinnen. Ah, shit. Ihr solltet halt das Ding nicht verlieren. Wenn ihr die schnell erledigt, kriegt ihr 50 Punkte pro Abschuss. 50. Und hat so einen Ring. Und 200 ist auch die Medaille, die ihr braucht. Hier geblieben. Shit, ich wollte nicht umdrehen. Ah! So, da ist er. Da ist der Lümmel. Komm her, Besorg. Komm her, Besorg. Nice! Nein, warte. Und dann ist es auch noch Andrew. Von allen Charakteren ist es einfach Andrew, der jetzt Stunk macht. Okay. Ich glaube, wir haben 30 Punkte bekommen. Ab hier mache ich allein weiter. Punkte Schmunkte sind nicht wichtig. Fuchs! Aber ja, halbe Miete. Halbe Miete ist dann. Halbe Miete, ganzer Hurensohn, ey, ganzes Apartment. So interessanterweise sind hier gar keine Laserbarrieren. Die kamen mir nämlich beim letzten Mal so ein bisschen neu vor. Du weißt, dass ich die Galaxie beherrsche. Ich mache halt immer nur die Route, weil die halt cooler ist. Der Kampf mit Star Wars ist cool. Das True Ending ist halt besser. Jetzt wirst du erleben, was echte Schmerzen True Pain! Luke, ich bin ein Vater, ich glaube, das Zitat geht anders. Verrückter Wissenschaftler Andros, diesmal wirklich. So, dann machen wir mal Auge.
Problem ist, er hat noch einen Trick, den ich erst verstehen musste. Fuck, ein Auge weg. Vorsicht, ich kitzel dich im Auge, ich kitzel dich im Auge und du bist kaputt. Immer schön zwischen die Augen. Oh, das war's schon. Kein Wunder, dass ich mit der Phase nicht umgehen kann. Die musst du auch nie machen. Ich habe genug Hirn, um über Liner zu herrschen. Ich habe keine Ahnung, ob mein N64-Teil nackte Hände hatte. Ich weiß es wirklich nicht. So, erstmal ganz weit weg. So, das erste, was ihr machen wollt, bevor ihr irgendwas macht, sind die Augenbälle. Die Eyeballs wollt ihr erstmal wegmachen. So, das Gute ist, wir befinden sich immer auf der gleichen Ebene. Aber die sind ein bisschen nervig. So. Ich würde jetzt mal den geforsten Wendepunkt hier nehmen. Ja, zack, 5 dafür. Es geht gar nicht wirklich um die Punkte, es geht einfach nur darum, dass die halt echt hardcore nerven, wenn ihr versucht, in den fucking Hinterkopf von den Gehirn-Dings reinzuschießen. Deshalb erledigt ihr am besten so schnell wie ihr könnt und versucht dann auf seinen Hinterkopf zu zählen. It's the father brain. Ah, man sieht sogar, in welche Richtung er ausgerichtet ist. Das ist interessant. Der fängt auch irgendwann an, sich zu teleportieren, deshalb, machen wir den hier. Was ihr auf keinen Fall wollt, ist in seine Tentakel rein. Oh, das war's schon. Wenn ich untergehe, dann nehme ich es mit. 3DS-Version halt. Keine Ahnung. Ich hab nicht erinnert, was so einfach war. Ist jetzt schon ein bisschen unangenehm. Gib niemals auf, mein Sohn. Vater? Folge mir, Fox. Mann, meistens, wenn ich diesen Kampf hinter mir habe, habe ich irgendwie nur noch einen Strich Leben. Was bedeutet, dass ich dann meistens hier gegen eine Wand krache und sterbe. Und das Ding ist, sollten wir in dieser Passage sterben, respawnt ihr einfach am Anfang dieser Passage. Also das ist wirklich nicht schlimm. Wir sind halt legit einmal gestorben und auch nur, weil ich es nicht geschafft habe, Falco zu retten. Das sagt ein... Oh. Das war, glaube ich, nicht die richtige Richtung. Okay. Dann sind wir halt zweimal gestorben. Was auch immer. Folge mir, Fox. Gab's das Zeug auch auf dem N64? Natürlich. Gott, das war jetzt aber schon ganz schön peinlich. Zumal ich mir nicht mal sicher bin, ist das nicht sogar immer der gleiche Weg? Hier entlang, Fox. Oder ist das random? Wo der lang fliegt. Ich glaube, der fliegt immer zuerst nach rechts. Und dann nach links. Bin zu schlecht für das Game. Wir machen Bootcamp, Neko. Fliegt er jetzt nach rechts? Und dann wieder nach links, ne? Pass auf, vertraue deinem Instinkt. Ja, aber das ist ein bisschen aus meinem Blickfeld verschwunden, ne? Es sind auch nur 4 Abzweigungen, glaube ich. Oh, warte, am Ende nochmal rechts. Hä, was? Es fällt einfach nicht auf? Wie viele Abzweigungen dann noch? Papa, wann sind wir da? Papa, kann ich in die Luft springen? Du bist stark geworden, Fox. Oh Gott, ich glaube, ich habe mich wirklich in die Luft gesprengt. Ah, wundervoll. Fox, zum Glück bist du unverletzt. Das ist ein echter Anführer. Was ist los, Fox? Nichts. Nichts ist los. Und da haben wir das Spiel wieder durchgeführt und nochmal 2 extra Leben bekommen. Das heißt, technisch gesehen hätte ich am Ende 12 Leben gehabt. Ja, so 1000 Punkte ist Standard für einen Run bei mir. 1200, wenn ich gut bin.
Technisch gesehen kennen wir die Credits zwar schon, aber ich glaube... Ah, ich glaube, die sind gleich. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die gleich sind. Es ist auf jeden Fall... Da! Das wollte ich gerade sagen! Schaut mal, das Bild! Merkt euch das! Bill ist jetzt mit in den Credits, weil wir Bill getroffen haben während des Spiels. Und genauso kann ein anderer Charakter, den wir noch treffen werden, auch in den Credits vorkommen. Wer ist Bill? Hallo? Es ist Fox bester Freund aus den Akademietagen. Du hast irgendwie... Oh Gott, nee, komm, wir müssen das Spiel mal spielen. Macht eine Serie. Ich habe gehört, es gibt so eine Fan-Animation namens Fox in Space. Die soll aber ein bisschen edgy sein. Vielleicht reacten wir mal darauf, wenn es auf YouTube ist. Ich weiß nicht, ob das auf YouTube ist. Vielleicht muss ich mein Alter da bestätigen. Das wäre scheiße. Ich kann nämlich mein Alter nicht bestätigen. So, ich sehe gerade, die Zeit lässt ein bisschen nach, deshalb werden wir wahrscheinlich die 3DS-Credits dieses Mal skippen. Nochmal für die gute Stimmung, damit man nochmal alles schön richtig hört. Fox, wir stehen tief in eurer Schuld. Würdet ihr euch der kornerischen Armee anschließen? Danke, Sir. Aber wir ziehen es vor, unsere eigenen Wege zu gehen. Mhm, ja, genau. Die Great Fox steht bereit. Zeit für uns zu gehen, Sir. Mhm, ja, genau, so sehe ich es auch. Wir messen daran, dass wir wahrscheinlich beim nächsten Mal relativ viele Fails haben. Würde ich die Credits, glaube ich, rausnehmen oder würde ich die beim nächsten Mal abkürzen? Mal schauen. Ich überlege es mir, je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Aber majestätisch! Oh. Immer wieder toll. Vor allem Tri-Film und Earforce, nicht irgendwie Triforce oder sowas. Ich habe das Gefühl, ich habe die Namen noch nie gelesen. Mich würde interessieren, ob die sich unterscheiden von der N64-Version, weil ein paar der Namen kommen mir nicht bekannt vor. Dann wiederum, was weiß ich. So, egal ob an dieser Stelle oder später, heute gibt's kein anderes Gesicht. Denn heute haben wir abgeliefert. The good ending is good. Ich höre da irgendwie selten raus, diese spezifische Stelle hier klingt wie Majora's Mask. Ich schwöre. Ich habe das auch schon letztes Mal gesagt.
Ah, den Markus OT denke ich nicht. So, dann wollen wir mal. Was sagen die Punkte? 1000. Schön, neuer Rekord. Nice. Schön teuer, aber das ist es wert. Genehmigt.